Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Bloody Platin. Wir machen natürlich genau in dem Kampf weiter, in dem wir aufgehört haben. Und Drachen wuten jetzt einfach mal das Bummels weg. Was dagegen wahrscheinlich nicht sehr viel tun kann. Außer natürlich, es setzt Gähner ein. Aber das Tolle an Bummels ist, es hat die Fähigkeit Schnarchnase. Das heißt, in der nächsten Runde faulenzt es. Kann nicht angreifen, deshalb können wir in Ruhe auswechseln, damit Cynthia nicht einschläft. Und es danach gnadenlos mit Glut wegbrennen. Das war Bummels. Und Vulkan erreicht Level 16, sehr schön. Und als nächstes kommt Traumato. Was für eine Mischung, ich verstehe. Bummels und Traumato, natürlich. Der Hypnotisierte und der Hypnotiseur. Okay, Greenpeace ist auch schon fast vorm Level Up. Und ich denke mal, Traumato wird uns da eine gute Hilfe sein. So viel Schaden dürfte es auch nicht machen. Naja, gut. Ich schätze mal ganz stark, dass dieses Ding Hypnose kann oder Kopfnuss. Wow, 1 KP. Sollen wir... Ich denke, wir nutzen mal einen Trank. Haben wir einen normalen Trank? Dürfte reichen. Wobei das eigentlich schief gehen wird, da Chellast ja total langsam ist. Das heißt... Okay, wenn es Giftwolke einsetzt, dann haben wir schon so gut wie gewonnen, denn jetzt kommt nur noch einmal Rasierblatt. Ja, setzt du nur deine Giftwolke ein, so oft du willst, denn jetzt bist du erledigt. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Blätter aus meinem Pokémon kommen. Vor allem, wenn es ein Feuertyp ist. Und 459 Erfahrungspunkte, sehr nett. Und du willst Fluch erlernen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Fluch, kann ich gleich mal sagen, hat den Fragezeichen-Typ. Sehr interessant. Und die Attacke funktioniert... Eine Attacke, die bei Geist-Pokémon anders funktioniert. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Kann ich nur sagen, sie erhöht Statuswerte. Und das ist sehr praktisch. Können wir auf jeden Fall mal ein wenig benutzen. Wie war das nochmal? Ich glaube, senkt Initiative, erhöht Angriff und Spezialangriff. Ich bin mir gerade nicht absolut sicher. Ich möchte eine Beförderung zu bla bla bla. Da war es auch schon weg. Fluch ist auf jeden Fall eine sehr nette Competitive-Attacke. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Diese Rotznase ist stark, sogar mehr als nur stark. Mir fehlen die Worte, so stark ist das Kind und mein Wortschatz ist recht groß. Da ich ja auch Russisch spreche. Das war's hier für uns. Lass uns zurück zum Windkraftwerk gehen. Nein, erst will ich den Schlüssel. Ach, da liegt er ja. Hey, das ist meiner. Oh, was ist das für ein Ding? Sie müssen es hier vergessen haben. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zu dem Windkraftwerk. Ich kann damit nichts anfangen. Du kannst ihn meinetwegen haben. Ja, du wärst gleich der Nächste, den ich herausfordern würde, wenn du jetzt den Schlüssel behalten würdest. Den K-Schlüssel. Vielen Dank, du hast mich gerettet. Diese Schurken wollten mir meinen feinen, süßen Honig stehlen. Sie waren reichlich seltsam, wie sie schon angezogen waren. Und was sie gesagt haben, war noch viel seltsamer. Oh, ich muss mich bei dir bedanken. Bitte nimm etwas von diesem süßen, süßen Honig. Nimm gleich ganz viel. Ja, ich glaube 10 kriegen wir. Wenn ich mich irre. Wenn du den Honig auf die Rinde eines süßen riechenden Baums schmierst, lockst du damit vielleicht Pokémon an. Ja, da hat er gar nicht mal so Unrecht, denn... Na, wo bleibt er da? An diese gelben Bäume, gelb-grünen Bäume, diese hässlichen Bäume, kann man Honig schmieren. Und nach einer Zeit wird dieser Baum anfangen zu wackeln wie verrückt. Das ist ein Zeichen dafür, dass man dann ein Pokémon an dem Baum hängen kann. An dem Baum fangen kann. Einige Pokémon kann man nur auf diese Weise fangen. Zum Beispiel Mampfaxo oder Scaraborn. Oder Kikugi.
Werden wir auf jeden Fall auch noch machen, da ich aber noch nicht genau weiß, wie lange die heutige Spielsession geht und wann ich dann demnächst wieder spielen werde und der Honig nach einer Weile seine Wirkung verliert. Werden wir uns das noch aufheben. Hier war nichts, das suche ich. Diese Blumenfelder, die suche ich ab, wenn wir den Detektor haben, denn das ist eine Ewigkeitsarbeit. Okay, dann schauen wir mal in das Haus und reden mit den Leuten. Schmiere Honig auf die Rinde eines Baumes und sieh nach einiger Zeit nach, ob sich etwas im Baum bewegt. Wenn dem so ist, kannst du davon ausgehen, dass es sich um ein seltenes Pokémon handelt. Ich bin immer ganz begeistert, wenn ich so etwas sehe. Ja, du kriegst auf jeden Fall meine Poketech-Nummer oder so. Das wäre das erste Mal, dass ich jemandem in einem Pokémon-Spiel meine Nummer geben würde, weil wenn der dauernd die Pokémon an den Bäumen hängen sieht, dann soll er mich anrufen, damit ich hinfliegen kann. Die Blumen, die auf den Feldern hier wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Oder hast du irgendwo sonst in der Region Sinnoh-ähnliche, lebendige Blumen gesehen? Der Dank dafür gebührt allein den Pokémon. Ja, ich sag's nur nochmal. Wenn ihr Arceus den Juwel des Lebens geklaut habt, dann wird er euch hier eure schönen Blumen irgendwann zerstören. Denkt an das, was im 13. Pokémon-Film passiert. Ihr lebt ja alle total friedlich und wartet nur auf euer verfrühtes Ende. Naja, soll nicht unser Problem sein, denn da es hier keine Arena gibt, müssen wir uns hier nicht allzu lange aufhalten. Jetzt erstmal wieder zur Neon-Schwester Joy, Pokémon heilen. Das Übliche halt, ja. Bing, 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 bing. Dieses jahrhundertealte Geräusch, das schon zu ersten Pokémon-Zeiten immer dasselbe war. Und dann geht es natürlich mit unserem neuen K-Schlüssel. Wobei ich nicht ganz... Obwohl, na gut, K wie Kraftwerk. W wie Windkraftwerk würde meiner Meinung nach zwar mehr Sinn ergeben, aber egal. K wie Kraftwerk macht diese Tür auf. Sie ist von innen abgeschlossen. Aber wir haben natürlich einen Schlüssel und der Typ war anscheinend zu blöd, den Schlüssel stecken zu lassen, sodass wir nicht reinkommen. Deshalb macht es jetzt Rups-Klink und die Tür zum Windkraftwerk ist offen. Gut, wir haben unseren Part beigetragen, das Mädchen kann jetzt wieder ins Windkraftwerk, jetzt gehen wir wieder. Nein, natürlich nicht. Wir müssen natürlich das böse Team Galaktik aufhalten. Und? Was? Das kann gar nicht sein. Du hast den Schlüssel? Aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Ja, hast du. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer da. Das bist du ja auch. Aber keine Zeit für Selbstmitleid. Ich muss dem Commander Bescheid geben. Commander Spock. Oder, nein, nein, nicht Commander Spock. Egal. Okay, hier haben wir gleich wieder einen Team Galaktik-Rüpel und wir haben jetzt Gladys an der Führung, wenn ich mich irre. Ja. Naja, gut, probieren wir es mal. Vielleicht haben wir Glück und sind im Typvorteil. Oh, und merkt ihr diesen Musikumschwung? Ist das episch? Ich liebe diese Musik. Oh, das macht doch gar. Das macht doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Ja, das will ich ja wohl auch erwarten, dass ihr für euren Lohn auch arbeitet. Dass ihr hier diese RTL-Gucker seid den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen und RTL schauen. Und gegen einen Minenstufe 22 hat Gladys nicht viel zu vermelden. Dann probieren wir es... Moment. Den Gedanken verwerfe ich nochmal. Wir kämpfen hier schließlich gegen ein Minun. Eigentlich wäre Kaumalat jetzt das Beste gewesen, aber ich denke, Vulkan wird das auch packen und braucht die Erfahrungspunkte gerade einfach niedriger, genau. Dringender. Und jetzt kriegst du eine Glut, da kannst du Zugaben, so viel du willst. Oh. Komm, Vulkan. So jämmerlich ist dein Spezialangriffswert jetzt auch nicht. Okay, wir wechseln auf Cynthia. Der Kampf dauert sonst zu lange.
Wir werden vielleicht mal eine Trainingssession früher oder später einlegen müssen. Weil wir doch teilweise ein wenig unter Level sind. Das ist halt, wenn man sich so ein Kernteam aus 3 bis 4 Pokémon macht, dann kann man meistens das Levelniveau einigermaßen halten. Aber wenn man eben, so wie ich meistens, alle seine 6 Team-Pokémon relativ ausgeglichen halten vom Level, dann hat man zwar 6 gleich starke Pokémon, aber man merkt halt, dass das Levelniveau etwas niedriger ist, als es sein sollte. Wobei es jetzt noch nicht so ausschlaggebend ist. Bei den, wenn wir dann in der Pokémon-Liga sind, sollten wir vielleicht nicht unbedingt mit 20 Leveln unter Level sein oder sowas. Und dafür aber mit allen Pokémon auf dem gleichen Level sein. Das würde sich dann wieder nicht empfehlen. Aber das dürfte für gewöhnlich auch nicht passieren. Und was hilft es, meine Spezialverteidigung zu senken, wenn du nicht angreifst? Wahrscheinlich, weil es keine Elektroattacken nur Elektroattacken einsetzen könnte und die sind ja relativ egal sind. Was? Ein Rotzlöffel hat mir die Arbeit vermasselt? Ja, so sieht's aus. Problem? So, dich könnten wir jetzt umgehen. Das tun wir auch, aber nur, um dich von der Seite anzuquatschen. Elektrizität aus dem Windkraftwerk abzapfen. Das ist unsere Mission. Wenn es sonst nicht gibt. Soll ja Leute geben, die ihr Geld mit Brötchenbacken verdienen, aber das hat natürlich auch seinen Reiz. Ein Pionskora! Oh, Leute, ich liebe Piondragi. Es ist nicht unbedingt das allerstärkste Pokémon, wo es gibt, aber ich finde einfach, es ist so episch. Und Gladys wird keine Chance haben. Egal, wenigstens kriegst du trotzdem Erfahrungspunkte. Und jetzt können wir mal Kinguin reinwechseln. Und die mit... Oh, Nadelrakete. Das dürfte nicht so schlimm sein, ja. Und dann können wir auch mal die Metallklaue ausprobieren. Und du kannst langsam aufhören zu schießen. Dankeschön. Wie mir halt sogar die Pokémon der Gegner gehorchen. Das ist doch was. Das zeigt, dass ich einfach der überlegene Trainer bin. Also könntest du auch gleich aufgeben. Und das zieht ja gleich mal gar nichts ab. Dann blubbern wir vielleicht ein wenig. Oh, Akupressur. Das ist schlecht, wenn wir jetzt blubbern wollen. Das steigt nämlich die Spezialverteidigung ziemlich stark. Wie sieht's mit Schnabel aus? Ja, nochmal ne. Und die Genauigkeit. Ja, Akupressur ist an sich eine sehr interessante Attacke. Ach, Schnabel empfiehlt sich sowieso mehr. Fällt mir gerade auf. Pionskora ist ja kein reiner Gifttyp. Oh, jetzt, das geben wir jetzt doch. Gott. Wechseln wir nochmal. Wechseln wir vielleicht doch mal zu Vulkan. Und... Oh. Immer schön vorsichtig. Okay, kannst aufhören. Reicht wieder. Nein, kein Volltreffer. Reicht. Danke. Ja, probieren wir nochmal, ob die Glut hier mal ein bisschen... Nein, bitte hör doch auf damit. Willst du nicht nochmal irgendeine blöde Statusattacke einsetzen? Wobei Akupressur darfst du jetzt auch nicht nochmal einsetzen. Da habe ich ein wenig Respekt vor. Okay, jetzt brennt es. Das dürfte es gewesen sein. Wir haben nämlich einen Ruckzucki. Nee. Vulkan, was ist mit deinen Werten los? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das war Pionskora. Und Gladys erreicht Level 11. Du hast zwar überhaupt nichts gemacht, aber du sahnst hier massig Erfahrungspunkte ab. Das ist doch... So soll es sein. Und als nächstes kommt ein Glibunkel. Glibunkel ist ein reines Gift-Pokémon.
Das heißt, Greenpeace können wir vergessen. Es wird wahrscheinlich auch Level 22 sein. Das heißt, wir können auch Gladys vergessen. Okay. Vulkan drin lassen ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir schicken Cynthia rein. Ich will keinen unserer Mannen in diesem Kampf verlieren. Und Cynthia ist eh schon fast auf Level 19. Okay, was machen wir? Du brauchst dringend mal eine anständige Bodenattacke, Cynthia. Denn ich weigere mich vehement, Sandwirbel einzusetzen. Und da kommt die Drachenwut, die es ziemlich, ja, ziemlich beschädigt. Und das war's mit Glibunkel. Und Cynthia dürfte jetzt Level 19 erreichen. Und Sandgrab. Haben wir nicht gerade noch von einer besseren Bodenattacke gesprochen? Ihr könnt mir aber glauben, das war jetzt Zufall. Das ist ja. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass es auf Level 19 schon gelernt hat. Und ja, redet nur. Die Texte verschwinden eh so schnell. So. Eigentlich. Wir sind langsam wieder am Ende unserer Zeit. Ich werde mal noch die Pokémon ein wenig hochheilen. Mit Trinken. Und zwar einmal kriegt Pinguin-Trank. Dann kriegt Vulkan einen Trank. Und doch, Pinguin kriegt nochmal einen. Und Cynthia ebenfalls. So. Dann würde ich sagen, bevor wir uns hier jetzt den bösen Oberschuften von Team Galactic widmen, die hier schon ganz böse dastehen und vor sich hin Oberschuften, beende ich diesen Part hier. Wir haben immerhin das Windkraftwerk betreten, wir haben den Team Galactic-Rüpeln richtig aufs Maul gegeben, zumindest dem einen. Den anderen haben wir ja im letzten Part schon besiegt. Und wir werden in Bälde auch dir, meine rothaarige Freundin, so richtig auf die Fresse geben. Aber für diesen Part erstmal soll es das gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann, euer Pagu.